Jetzt sind wir wieder in einem Schloss, in einem wunderschönen Schloss. Und in diesem Schloss sind seltsame Weise, nicht seltsame Weise, sind seltsame, komische Dinger, die um Blöcke kreisen. Aber gut, die haben wir schon im ersten Schloss gesehen, also eigentlich nichts Neues. Mein Gott, ist das. Ah, Moment. Oh, das Schloss war tricky. Mal gucken, ob ich es noch so hinbekomme. Ich glaube. Entschuldigung, jetzt muss ich aufstoßen. Oh Gott, ich hoffe, man hat es nicht zu doll gehört. Ah, Mist, eine Tür hätte ich weitergemusst. In die fünfte war das jetzt, glaube ich, oder? Weil hier sind haufenweise Türen. Und nur eine davon ist richtig und führt zum Endgegner. Und wenn man nicht in die richtige Tür geht, dann verläuft man sich andauernd. Und dann, ah, es ist wie das, keine Ahnung. Labyrinth auf Kreta, es ist grausam, es ist schrecklich, es ist martialisch, es ist irgendwie nicht richtig. Was? Irgendwie habe ich mir das jetzt anders vorgestellt. Hä? Sind die nicht? Ah, okay, eine weiter. Warum jetzt auch immer? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Gut, egal, muss ich auch nicht verstehen. Ich habe übrigens keine Ahnung, upsa, wie dieser Gegner heißt. Wie wir jedenfalls gesehen haben, wachsen ihm auch anscheinend ab und zu mal Flügel. Einfach mal so, aus irgendwelchem Grund. Aber davon lassen wir uns nicht beirren. Nein. Das hat alles irgendwie schon so seine Richtigkeit. Und jetzt haben wir dieses Schloss geschafft und können den bei den Hammerbruder hier mal besiegen. Dip. Biau, 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 biau. Nein! Dumm, dumm. Hering ist so dumm. Hering ist immer dümmer. Oh Gott. Ja, toll. Na. Döp, döp. Döp, 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 döp. Kannst du nicht mal hier auf drauf springen? Ne, kannst du nicht. Den Gefallen tust du mir nicht, ne? Ah. Nochmal geschafft, irgendwie so, aber wenig ruhmreich. Manchmal sind in den Blöcken, wo die Hammerbrüder drauf rumspringen, auch Sachen drin. Also manchmal, ganz selten. Aber ab und zu soll das wohl so sein, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt. So, mal wieder Bilder zusammensetzen. Eine Blume. Ein Stern. Ein Blerns. Blume, Stern, Pilz. Blerns. Ja, ganz eindeutig. Sehr selten und wächst nur, wenn der Vollmond von zwei, Cumuluswolken verdeckt wird oder so. Ich habe keine Ahnung. Ist egal. Mensch, ja, Spiel. Wir sind jetzt mittlerweile in Welt 4 oder 5 oder so von Welt 3. Das ist toll. Also ich lege ein Tempo vor. Das ist der Wahnsinn. Upsa. Und hier hätte ich nicht drücken brauchen. Da, 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 da. Wir gehen jetzt nochmal nach oben und rutschen auf unserem Hosenboden und voll in den Fisch rein. Nee. Muss ich zum richtigen Zeitpunkt hier abspringen oder irgendwie sowas? Ui. Also eigentlich war ich der Meinung, dass man den Sprung komplett schaffen könnte, aber gut, dann halt nicht. Jo. Dann halt nicht, ne? Muss halt nicht sein. Muss ja nicht alles so sein, wie der Hering es will. Der. Oh, ah, überall blaue Münzen und bla. Und es ist zu verlockend. Und wir gehen bestimmt gleich drauf. Nein, gehen wir nicht. Doch, gehen wir. Ja. Kleiner Gumba. Kleiner Gumba. Kleiner, kleine, böse, miese Gumbas. Geht weg. Geht alle weg. Jetzt, wenn diese kleinen Gumbas uns umkreisen, dann hindern sie uns am Springen, am hohen Springen, meine ich. Und das ist ziemlich nervtötend. Oh, Lakito. Ja, den kennen wir doch. Das war jetzt dumm, glaube ich. Okay. Lauf, 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 lauf. Ich bin schneller. Ja. Dumm. Schnapszahl. 2-2-2. Also bei der Zeit. Ja. So. Oh, Mensch, Memory. Lange nicht mehr gespielt. Dip, 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 dip. Pilz? Blume. Blume. Erinnert mich irgendwie an Bambi. Aber jetzt nur. Ja, egal. Stern? Blume. Kann ich mir den Scheiß nicht merken? Ist verdammt nochmal Memory. Das spielen kleine Kinder. Sa-da-da-da-da. Pick-a-Box, its contents. Also, ja, Inhalt wird helfen, dir Weg, ja, sein.
Schön. Übersetzen, schnell, ich dolmetsch, Deutsch, Englisch, kein gut, ja. So, jetzt nehmen wir hier nochmal einen Stern und machen den Hammerbruder auch nochmal weg. Damit wir da hier auch absolut keine Probleme haben. Never. Dann hätten wir das geschafft. Und dann können wir hier die einzelnen Blöcke nochmal so anstupsen. Und dann schauen wir mal, ob in den Blöcken irgendwas drin ist. Und in den Blöcken ist nichts drin, aber wir kriegen Hämmer. Ein Hammer. Ein Hammer, ja. Ein schöner Hammer. So, und wir gehen jetzt trotzdem nochmal in Welt 5, auch wenn es total schwachsinnig ist. Aber ich wollte ja jede Welt machen, weil jede Welt absolut toll ist und Super Mario Bros. 3 ist überhaupt das tollste NES-Spiel der ganzen Welt. Ja, irgendwie so in der Richtung. Was ich auf Wikipedia gelesen habe, dieser Titel hat sich 17 Millionen Mal anscheinend verkauft weltweit. Und. Oh. Oh. Ja, das hast du toll gemacht, Hering. Dieser Titel hat sich 17 Millionen Mal verkauft und ist damit, also laut Wikipedia, ich weiß nicht, ob es stimmt, der meistverkaufteste Titel, der nicht einer Konsole beilag. Also Wii Sports zum Beispiel wäre jetzt schon erfolgreicher, aber das lag ja eigentlich auch der Konsole bei, zumindest bei uns und ich glaube in Amerika auch. In Japan nicht, aber okay, die Japaner sind ja auch arme Schweine, wie wir wissen. Manchmal zumindest. Andererseits sind oft genug wir Europäer die armen Schweine, also vergesst, was ich gesagt habe. So, insbesondere was Rollenspiele angeht, um das vielleicht auch nochmal hinzuzufügen und eine gewisse Position damit deutlich zu machen. Ja, ich liebe Rollenspiele, aber ja, es kommen zu wenig hierzulande raus, beziehungsweise nicht immer die, die ich will, oder ich hab, na, vergesst es. Rollenspiele sind zwar toll, aber ich habe mittlerweile einfach gar keine. Irgendwas war damit auch, glaube ich. Irgendwie ist das komisch, ich weiß auch nicht. 9 Sterne. Vielleicht wir sie diesmal mit 3 Sternen. Ja, Rollenspiele, keine Ahnung. Also früher, ja, gerne, super, so viele Rollenspiele wie möglich, aber heute sage ich mir, nee, Rollenspiel ist, keine Zeit. Das ist ziemlich doof und tragisch, aber was will ich machen? Ich kann es nicht ändern. Ich werde nicht jünger. Oh, wie man Scroll-Level. Die Musik ist natürlich epic. Achso, der Block bleibt ausnahmsweise mal stehen. Wie lange will der Kerl noch die Melodie nachmachen? La 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 la. Und das war dumm. Das war richtig dumm. Oh Gott, ich hab's doch geschafft. Scheiße. Das war gut. Okay. Wow. Ich bin gut. Nennt mich Pro-Gamer. Yeah. Hering, der Pro-Skiller. Mit seinen Super Mario Bros. 3 Skills. Damals im Ghetto habe ich mir noch meinen Lebensunterhalt mit Super Mario Bros. 3 verdient, indem ich illegale Turniere gewonnen habe. Die gute alte Zeit, ja, es war sehr schön damals. Es war eine harte Zeit und ich musste, ja, es war nicht einfach, aber gut, egal. Okay, lassen wir das. Ach ja, es ist so schön. Ja, es ist schön. Ich merke gerade irgendwie, nö, Let's Playen macht mir doch Spaß. Also, es war so ein kleiner Hänger, den ich jetzt hatte, aber nö, prinzipiell, Let's Plays ist gut. Let's Plays ist gut, ja, genau. Let's Playen ist gut. Und ja, habe ich ja wunderbar gemacht mit den 3 Sternen. Juhu, es ist so wunderbar. Ja, Mensch, eine weitere Welt geschafft. Und ich nehme schon eine Stunde auf, fast eine Stunde. Ich glaube. Nebenbei könnte ich mal erklären, übrigens, was so das Besondere irgendwie an dieser Welt ist. Wir sehen hier immer diese Brücken, also es sollen tatsächlich Brücken sein. Und theoretisch könnte ich jetzt schon zur Welt 8 gehen, weil eben die Brücke runtergelassen ist. Wenn ich jetzt drauf gehe, dann werden die Brücken wieder hochgezogen, genauso wie hier links zum Beispiel, weil da war ja links eigentlich das Toadhaus, wenn ich mich recht entsinne, und da wären wir so nicht drüber gekommen, da müssen die Brücken erst runterfahren. Und je nachdem, ob mein Level verliert, Quatsch, ob mein Leben verliert oder Level schafft, wechselt das mit den Brücken ab und überhaupt und so. Aber im Endeffekt ist es scheißegal, weil wie gesagt, wir wollen ja eh alle Welten schaffen und überhaupt und so. Und bla. Oh, neuer Gegner. Das sind die, warum bleibst du nicht oben? Das normale Gegner laufen immer von auf Plattform
links und rechts und das dumm. Scheiße. So, ernst. So, verdammt, verdammt, verdammt. Ist hier was? Nein, oh Gott. Halleluja. So. Ich bin echt gespannt, wie lange ich für. Gott! Oh mein Himmel. Halleluja. Nein, nein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, lasst mich doch alle in Ruhe. Bitte, lasst mich in Ruhe. Lasst mich nur diesen Level zu Ende machen. Bitte, 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 bitte. Das mit den Gegnern am Ende ist relativ beliebt, weshalb ich immer in diesen Scheißblock springe. Weil ich habe keine Lust, zum Schluss nochmal in irgendeinen Gegner reinzurennen und dann den ganzen Level nochmal von vorne machen zu müssen. Ich glaube nämlich, es gab keine Checkpoints, oder? Gab's bei Super Mario Bros. 3 Checkpoints? Ich weiß es gerade nicht. Egal. Wir werden es vielleicht irgendwann herausfinden, vielleicht auch nicht. Wie auch immer, wir machen jetzt jedenfalls dieses Schloss.